Tag 2 auf der Color Magic und heute fahren wir das letzte Stück bis nach Oslo und fahren somit auch durch den wunderschönen Oslofjord. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes, meiner Instagram-Seite rund um das Thema Kreuzfahrten, Fähren, Schiffe und mehr. Und wir starten auf See. Wir sehen, wir sind jetzt schon hier am frühen Morgen recht kurz vorm Oslofjord. Da habe ich erstmal den Schiffsrundgang für euch aufgenommen, den habt ihr ja schon gesehen. Und kurz danach waren dann auch schon das erste Mal Land in Sicht und sehr schönes Wetter, ruhiges Wasser. Da ist mir zum ersten Mal auch mal aufgefallen, wie schnell die Color Magic eigentlich fährt. Fähren ja in der Regel im Vergleich zu Kreuzfahrtschiffen deutlich schneller unterwegs. Dann wurde es Zeit zum Frühstück, das fand im Grand Buffet statt, da ich ja eine 3-Sterne-Kabine gebucht hatte. Und dann etwas sehr Praktisches, was sich, glaube ich, viele von uns auch für zu Hause wünschen würden, eine automatische Fensterputzanlage, die hier während des Frühstücks am Fenster vorbeigefahren ist und einmal alle Fenster geputzt hat. Ich war jetzt hier direkt zur Öffnung des Restaurants da, da ich ja für den Rundgang eh so früh aufgestanden bin, war ich dann auch schon wach. Hatte dadurch das Glück, einen der begehrten Fensterplätze zu bekommen, was sich natürlich hier beim Frühstück auch wirklich lohnt bei der Einfahrt in den Oslofjord. Aber ich bin dann auch relativ schnell auf das Promenadendeck gegangen und habe mir von dort aus dann die Einfahrt angeschaut. Und da habe ich dann gleich auch eine alte Bekannte gesehen, nämlich die Pearl Seaways, mit der ich letztes Jahr hier an gleicher Stelle in den Oslofjord eingefahren bin, damals eben von Kopenhagen kommend. Und die Fähren von DFDS und von der Color Line, die fahren immer relativ nah beieinander, ungefähr eine halbe Stunde versetzt, laut Fahrplan. In dem Fall schien die DFDS-Fähre etwas verspätet zu sein, wodurch wir noch näher beieinander gefahren sind und ich dabei noch einen tollen Blick hatte. Ja, dabei habe ich eben vor allen Dingen aber auch den Blick zum Ufer hin genossen, denn der Oslofjord ist vielleicht nicht ganz so steil und beeindruckend auf den ersten Blick wie die anderen Fjorde Norwegens, aber wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, da ist wirklich auch viel zu sehen und gerade wenn man so ein tolles Wetter hat wie wir, sich dann wirklich noch der Nebel so ganz mystisch etwa der Hälfte der Höhe des Fjordes so gehalten hat, dass dann diese tollen Aufnahmen hier möglich wurden, war das schon ziemlich beeindruckend, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sich das Ganze anzuschauen. Auch andere waren schon so früh wach, waren dabei allerdings dann doch noch deutlich sportlicher unterwegs als ich. Ich habe mich dann aber doch lieber daran gehalten, ein bisschen die Einfahrt zu genießen und auch nochmal den Blick auf die Pearl Seaways, mit der ich auch sehr schöne Erinnerungen verbinde. Schöner an der Color Magic ist, dass sie ein relativ großes Promenadendeck hat. Es gibt also ziemlich viel Platz, sodass man sich nicht mit anderen Passagieren um den besten Platz streiten muss. Man kann sogar bis ganz nach hinten gehen, kann auf die Heckwelle schauen. Also da ist wirklich für jeden dann ein Platz vorhanden, plus das großzügige Sonnendeck. Also hier kann man wirklich wunderbar die Einfahrt in den Oslofjord genießen. Ja, kurze Zeit später kam dann aber auch langsam schon Oslo in Sicht. Wir haben hier einmal nochmal die Pearl Seaways und im Hintergrund, da sieht man schon, wenn man genau hinguckt, so ein bisschen Oslo. Wir kommen gleich natürlich noch deutlich näher dran, denn wir liegen ja mit dem Schiff recht zentral. Die DFDS-Fähren liegen etwas zentraler und die Kreuzfahrtschiffe auch, aber unser Platz ist ziemlich zentral. Und hier noch eine alte Bekannte, nämlich die Queen Victoria von der Cunard Line. Auch mit der war ich schon unterwegs. Für mich also eine ganz besondere Aufnahme. Hier beide Schiffe in einer Aufnahme gemeinsam drauf zu haben. Mit beiden verbinde ich ja sehr tolle Erinnerungen. Und auch für uns war es dann langsam an der Zeit anzulegen.
vom Anleger der Color Line kann man auch noch zu Fuß in die Stadt gehen. Ist jetzt nicht wie bei DFDS, wo man dann innerhalb von 5 Minuten im Zentrum steht. Hier ist man schon ein Stück weiter unterwegs oder man nutzt einfach die Straßenbahn. In 5 Minuten ist man an der Straßenbahn und die bringt nochmal 5 Minuten und dann ist man mitten in der Stadt. Also auch von der Color Line aus ist man super schnell in der Stadt. Wichtigstes Hilfsmittel für euch ist die Router-App, R-U-T-E-R geschrieben. Die App unbedingt aufs Handy runterladen, denn damit könnt ihr ganz bequem Tickets für die gesamte Region Oslo für jegliche Verkehrsmittel kaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall, die App runterzuladen, wenn ihr in Oslo seid, denn es gibt nicht überall Ticketautomaten. Alles in Norwegen ist ja weitestgehend bargeldlos. Das heißt, ihr registriert euch mit eurer Kreditkarte in der App und könnt euch dann innerhalb weniger Sekunden einfach die Nahverkehrstickets so kaufen, wie ihr wollt. Und die App ist wirklich sehr gut gemacht. Könnt auch eine Route eingeben und die App sagt euch sofort, ob euer gebuchtes Ticket dafür gültig ist. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Oslo. Color Magic wird in etwa 15 Minuten am Kai anlegen. Wir bedanken uns bei allen Gästen, die in Oslo von Bord gehen für diese Reise und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ja, hier erreichen wir dann unseren Liegeplatz. Ich habe mir das Ganze noch in der Kabine am Fernseher angeschaut, bis wir dann angedockt hatten. Und dann bin ich auch gleich von Bord gegangen. Hier nochmal ein letzter Blick in meine Kabine 8435. Dann hieß es leider auch schon wieder Abschied nehmen von der Color Magic. Mir hat es an Bord sehr gut gefallen. Wirklich eine beeindruckende Art und Weise, wie man nach Norwegen kommt und auch deutlich zuverlässiger als die Flüge mit gewissen Airlines, die sehr regelmäßig gerade streiken, beziehungsweise auch absurd hohe Preise von 800 Euro für einen Flug von Frankfurt nach Oslo verlangt haben. Das Geld ist dann doch deutlich besser hier in so eine Fährüberfahrt investiert und da bleibt immer noch am Ende sehr, sehr viel übrig. Ihr spart also wirklich eine Menge Geld damit, wenn ihr nicht extrem früh bucht und einen sehr günstigen Flug findet. Und selbst dann würde ich euch trotzdem noch die Fähre empfehlen, weil es einfach das bessere Erlebnis ist. Und hier sind wir dann 5 Minuten später auch schon an der Straßenbahnhaltestelle und mit der Straßenbahn fahre ich jetzt hier direkt ins Zentrum von Oslo und dort wird es dann im nächsten Video weitergehen. Das war's damit erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video dann kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.